Servus und hallo bei Not Another Dope Show. Wie wirkt eigentlich Cannabis? Da kommt's auch drauf an, meine Leute. Ich gehe jetzt mal von den Menschen aus, der noch nie in seinem Leben was konsumiert hat, so zwischen 16 und 18 Jahre alt ist, weil das ist meistens das Einstiegsalter. Ich favorisiere 18, ich war selber 18 und wäre wahrscheinlich besser gewesen, ich habe bis 21 gewartet. Ja. Aber der Außendruck bei mir herum, also meine ganzen Freunde, alle haben das schon mal probiert gehabt. Und die letzten paar, die es noch nicht probiert hatten, das war halt ich, Jan, Peter, wir wollten es halt einfach mal ausprobieren. Das mit dem Peter hat nicht funktioniert, weil wir zu dumm waren und Salatöl geraucht haben, weil alle von Öl geredet haben. Haben wir gedacht, naja, okay, dann brauchen wir kein Geld ausgeben. Also, dumm halt. Ja, das zweite Mal war halt dann auch zu viel. Da haben wir zu viert für 50 Mark eingekauft. Das waren damals knapp 2,5 Gramm oder so. Nicht viel, das war scheiße teuer zu der Zeit. Und dann hatten wir, ja, jeder seinen eigenen Dreiblatt-Joint gebaut, also sowas wie Long Paper, bloß halt mit drei kurze gebaut und mit Tabak drin und ordentlich rein, weil wir halt überhaupt keine Ahnung hatten. Und ich muss sagen, hey, mir ist erst schlecht gegangen, ich lag auf dem Sofa, mir ging es gar nicht gut und das lag einfach an der Überdosierung. Die Wirkung hat ein bisschen nachgelassen dann aber, nachdem der Tabakflash nachgelassen hat, weil das war ja auch, wir haben ja auch Luft angehalten dauernd mit dem Nikotin und das hat halt eigentlich das bewirkt, dass es schlecht geworden ist. Plötzlich fängt aber einer das Lachen an, her, und dann habe ich einen Lachkrampf gehabt. Und zwar so einen hammerartigen, wie noch nie in meinem Leben vorher. Ja, kitzeln, okay, bin ich ja richtig durchkitzelt, das kennst du auch, wo du immer aufhören kannst, aber das ist halt dann irgendwann schmerzhaft. Aber ohne, dass dich einer durchkitzelt. Und zwar nur, weil einer dumm dasteht und sagt, ich schaue aus wie Frankenstein. Oder einer sagt, hey, der schaut aus wie Frankenstein mit den Ohren. Und da musst du schon so lachen, dass du nicht mehr weißt, wer du bist. Ja? Und da steckt die anderen an. Und dann plötzlich lachen sie alle. Ey. Und das ist halt so ein schönes Gefühl gewesen, dass wir uns dann gesagt haben, hey, okay, das probieren wir noch einmal, aber dann tun wir weniger rein und schauen wir mal, wie das dann ist. Und dann haben wir einen Erfahrenen dabei, der halt dann gebaut hat und dann haben wir aufgepasst, dann haben wir gesehen, okay, der tut da in das Gerät für 5 Leute genauso viel rein, was wir da beim ersten Mal für einen rein gehabt haben. Also wir waren halt da. Und dann hat uns auch noch erklärt, ja, man sieht nicht am Filter, sondern den musst du verdecken, weil wenn einer Krankheit hat, steckt er alle an. Okay, dann haben wir uns das halt so gemerkt und dann haben wir auch gesagt, okay, höchstens 3 Sekunden anhalten oder 4, 5, nicht länger, weil das bringt dann nichts und dann muss man nur so husten. Und dann ging es halt auch los, dass wir tiefsinnige Gespräche teilweise geführt haben oder uns extrem coole Musik angehört haben und sowas und entspannen haben können und es echt schön war. Und am nächsten Tag war halt kein Kater. Ja, und das fand man halt alles so toll. Vor allem dieses entspannte Lachen, hey, und dass wir immer so viel lachen haben müssen. Leider ist es ja so, dass dieses mit dem Lachen ganz schnell vorbei ist. Ja, falls es überhaupt dazu kommt. Weil umso mehr Menschen damit Erfahrung haben, umso eher weiß man das schon, dass man da nicht zu viel reintun soll. Und wenn man mit erfahrenen Leuten zum ersten Mal was konsumiert und die anderen haben alle schon ihre Erfahrung, sind die entspannt und cool und ruhig und hängen ihre Gedanken vielleicht nach oder unterhalten sich oder sind angeregt oder sowas. Aber das Lachen, das hast du nur, wenn Leute mit dir sind, die das nicht selber entweder nicht kennen oder mit dir zusammen das erste Mal konsumieren. Also nur dann hast du diesen Effekt. Oder wenn du ganz alleine bist, du was Lustiges anschaust und sonst niemand da ist, der dich da vielleicht rausbringen kann, weil das tatsächlich etwas ist, was nur am Anfang so ist. Sobald man sich daran gewöhnt hat, ist das weg. Das kannst du vergleichen, wie wenn jemand, der Alkohol zum ersten Mal trinkt und ein bisschen zu viel erwischt und dann halt lustig, zu lustig schon fast wird und hemmungslos ist und so weiter. Und diejenigen, die Alkohol trinken und bloß ruhiger werden, immer ruhiger und dann werden sie, manche werden dann immer krantig und aggressiv und andere werden halt dann einfach nur ausfallend oder manche werden auch einfach nur lustig oder müde. Ja?
Und zwar, wenn man es kennt, dann ist das nicht mehr so lustig alles, sondern ist es einfach so ein Gefühl, das man halt gerne haben möchte oder so, und dann gewöhnt man sich daran und da ist halt dann auch die Suchtfalle, gell? An dieser Stelle erst. Bleibt man bei diesem einmal am Wochenende und dann nicht einmal ein Feierabendjoint, weil da ist das dann schon vorbei, dann ist es nur noch so beruhigend, da ist das mit dem Lachen weg. Bleibst du bei dem Wochenende und die Leute, mit denen du auch so verkehrst, die auch konsumierend sind, wenn die das auch so machen, dann bleibt das so ein Special, weil bis du alle Sorten einmal durch hast, weil jede wirkt ein bisschen anders, bis du dich daran gewöhnt hast, das kann lange dauern. Ist ja ganz klar, wenn du das gar nicht dauernd machst, hat der Körper immer wieder die Chance, das wieder abzubauen komplett. Einmal im Monat, wenn du das machst, dann baut er das komplett ab wieder. Und beim nächsten Mal ist es wieder wie das erste Mal. Das können alle bestätigen, die schon mal ein Jahr Pause gemacht haben von diesen chronischen Konsumenten, die Dauerkonsumenten sind. Wenn die ein Jahr lang aussetzen und dann mal wieder die Menge rauchen, die sie gewohnt waren, dann knallert es ganz schön. Ja, dann sind auch wieder die ganzen optischen Sachen da und dieses, wow, krass, und das Lachkrampf kann dann wahrscheinlich auch wieder kommen. Das weiß ich nicht, weil ich selber ja weiß, dass das so ist und deswegen beim ersten Mal nach einer längeren Pause ganz wenig nur konsumiere, weil ich ganz genau weiß, ich möchte gar nicht so zu sein, dass ich einen Lachkrampf habe und dass ich nicht mehr weiß, was abgeht, sondern ich will nur diesen beruhigten Zustand haben. Deswegen habe ich auch 2016 mich ganz langsam wieder dran getastet an diesen Beruhigungszustand. Ja. Das erste Mal, als ich 2016 habe ich gesagt, ja, wo ich mir das besorgt habe, und vielleicht war es auch 2015, ich kann es nicht mehr hundertprozentig sagen, und probiert habe, da hat es mir nämlich auch ganz schön die Schuhe ausgezogen. Ich habe zweimal gezogen an der Purpfeife und das war einfach zu viel gleich. Hey, mir ist ganz schlecht gegangen. Hey, ich muss gleich ins Bett gehen, weil es halt heftig war. Dann wusste ich, okay, weniger nehmen und nur einmal ziehen. Und das hat dann ein bisschen gedauert, dann habe ich mich daran gewöhnt gehabt und dann habe ich es halt langsam gesteigert, bis der Effekt mit den Schmerzen weggehen war, also die schmerzstillende Wirkung, als ich das eingesetzt habe, wusste ich, okay, jetzt habe ich die Dosierung einigermaßen erreicht, die musst du jetzt halten und dann kannst du dein Tilidin reduzieren. Und das habe ich dann auch gemacht, also da erzähle ich aber dann im nächsten Teil drüber. Weil hier geht es jetzt bloß um das Positive in diesem Teil. Es wird immer erzählt, ja, die jungen Leute würden Cannabis konsumieren, damit sie leichter Kontakt aufnehmen könnten zu anderen Menschen. Das stimmt nicht. Du kannst zwar innerhalb der Konsumentengemeinschaft, die man so kennt und aufbaut, da ist es einfach neue Leute, wenn man irgendwo mit dabei sitzt und raucht, dann lernt man Leute kennen und dann sitzt man mit denen wieder zusammen und dann kommt da wieder jemand dazu. Also das geht schon. Ja. Aber zu Nichtkonsumenten baut man auch nicht einfacher einen Kontakt auf als vorher. Das ist Quatsch, was da früher immer erzählt worden ist. Cannabis macht einen nicht enthemmter. Es macht einen beruhigter. Leute, die ein bisschen aus Krankhaftigkeit das vielleicht nicht können, da kann das schon sein, dass das die so weit runterbringt, dass sie wieder normal agieren können. Aber definitiv jemand, der ganz normal ist, einfach nur schüchtern, der kann die Schüchternheit nicht wegkiffen. Weil wenn er das konsumiert, dann bleibt er halt noch mehr schüchtern, also noch schüchterner, geht noch mehr in sich. Eventuell kann es das sein, dass CBD da hilft, dass da vielleicht da angstlösende, entspannende Wirkung drin ist, aber das hat es zu meiner Zeit damals gar nicht gegeben. Auch diese Geschichten, was immer erzählt wird, das wird immer stärker, das ist auch nicht so hundertprozentig wahr. Ich würde sagen, ja, vielleicht die letzten 10, 15 Jahre hat es angezogen ein bisschen. Aber es wird uns ja schon erzählt seit den 80er Jahren, seit Skunk. Skunk ist in den 80er Jahren rausgekommen. Und seitdem wird erzählt, es würde Psychosen auslösen und es wäre so enorm stark. Die Wahrheit ist, für Gras, also für Marihuana, ja, ist es stärker. Und es ist auch extrem stark, was es heute so gibt, aber nicht das Endprodukt. Wenn du dir das normale Hasch kaufst, was es in Marokko so zum Kaufen gibt und schon immer so gab, ja, das ist immer noch ganz genau das gleiche Zeug. Es gibt ein paar Bauern, die nehmen von einer bestimmten Seed-Firma, die sehr bekannt ist, die Samen und dementsprechend
krass ist auch das Zeug, was die haben. Aber so heißt es dann auch. Und dann weiß man das auch. Ne? Da zahlst du dann für ein Gramm auch statt 6 € 25 für ein Gramm. Ey, sowas bröselst du dir nicht mehr in einem Joint rein für 10 Leute. Ey. Sowas rauchst du ganz alleine. Vielleicht noch mit einer Partnerin oder Partner. Aber das ist doch ein Creme de la Creme. Das wird nicht verscheuert und rein. Bäh. Ich weiß nicht, was die Leute denken. Aber es ist tatsächlich so. Und dann kommen wir gleich zum zweiten Teil. Bis dahin, peace out.